Ich möchte erstmal meinen Videoclip speichern. Wie das hier. Wow, du hast den Kill bekommen. Ich hab den Kill. Ey, das meine ich. Wow. Ist nicht deine Schuld, sondern die von dem Dreckspiel. Lächerlich. Tut mir leid, irgendwie. Keine Ahnung. Ja, ist nicht deine Schuld, aber es ist die Schuld von dem Dreckentwickler, der dachte, dass das EBO komplett vergewaltigt werden muss, sodass nicht mehr benutzt werden kann. Weil wenn die man es benutzt. Weil die richtigen Tryhards sich auch nicht wegspringen oder so, ne? Nein. Ja. Oder EBO Glitch machen, was ich aber auch nicht empfehlen würde, weil das halt dazu führen kann, dass sowas passiert wie gerade. Ich stehe nur neben dir, mach das. Und dann ich hab dich nicht mal, ich hab dich doch nicht mal angeschossen oder so, ne? Das meine ich ja, deswegen benutze ich EBO nicht. Ist es jemand in deiner Nähe? No, kriegt er jetzt den Kill, den er nicht bekommt, weil es verbuggt ist. Es ist verbuggt wie Scheiße. So wie alles in letzter Zeit. Ah, schon lächerlich, ne? Ja. Hm. Vor allem, weil ich mich heute den ganzen Tag über Glitches und Bugs beschwert habe. Weil es andauernd welche gab heute. Beispiele? Ich konnte keine. Ich weiß nicht, ob das halt an diesem Angreifer an diesem Modus lag, aber ich glaube nicht. Weil ich bin ja auch aus dem Spiel rausgeflogen, danach ging es. Mhm. Und ich habe das geändert, also es könnte beides sein. Dann ja. Hat es die ganze Zeit geleckt, also ich konnte keine Fahrzeuge anvisieren. Und ich meine Theorie ist, dass es daran liegt, dass ich meinen Aim Assist auf Angreifer habe, was komplett sinnlos ist, dass es überhaupt existiert. Im Real Life wartet man auch nicht, bis man erstmal angeschossen wird und dann zurückzuschlagen. Oder bis man schon angeschossen wird. Ich bin gerade gestorben durch die Polizei, da stand, du hast den letzten Ausweg gewählt. Das haben sie auch nicht gefixt. Das habe ich aber auch schon festgestellt. Ich habe mich mal einfach aus Spaß Wasser ersaufen lassen und dann stand da auch, du hast den leichtesten Ausweg gewählt. Ja, aber ist einfach kaputt. Es sollte eigentlich gar nicht da stehen. Ja, es sollte nicht da stehen. Das ist das Problem. Aber es steht. Beim Ertränken kann man es noch als Witz vorstellen. Ja, weil, aber trotzdem. Im Normalfall ertrinkst du nicht in GTA Online. Ja, aber du weißt, du verstehst, was ich meine. Es sollte nicht dastehen. Ja, übrigens. Niemals war irgendwer bei Rockstar mit Humor da, der sich dachte, das wäre lustig. Ja. Das ist halt so mein Gedankengang. Ich denke auch nicht, dass es gewollt ist. Es ist ja im Bug steht nicht immer da, aber da könnte ich es mir auch am ersten vorstellen, dass es gewollt wäre. Das ganze EBO-System ist ein reiner Bug. Ja, inzwischen ja. Es ist einfach komplett kaputt. Beziehungsweise sie haben es ja mehr oder weniger so gewollt. Aber es kann auch nicht sein, dass wenn ich neben dir im Auto gesessen habe und du dann einfach mal den EVO willst, dass ich dann, also bei mir natürlich nicht, aber bei dir theoretisch gesehen den Kill dafür Problem. Bekomme. Und das ist das Problem das an das diesem das Scheißsystem. Problem. Eigentlich solltest du ja den Kill bekommen. Sie haben es ja dafür gemacht. Dass ja. Der Typ den Kill bekommt. Aber nein, er bekommt den Kill nicht. Er bekommt Weder den Kill noch. Nicht, der eine bekommt nur einen Kill reingedrückt. Und also das einen Tod. Wirklich. Und das aber auch nicht bei allen, sondern nur bei sich selbst. Was sinnlos ist. Ja. Das ist doppelt und dreifach sinnlos. Mhm. Warum sollte ich nein? Weil das ist einfach sinnlos. Weil meistens haben die Leute eine niedrigere, also nicht immer, aber manchmal haben die Leute auch eine niedrigere KD, als wie es da steht. Weil ja. Sie letzten Ausweg gemacht haben und Tode dafür reinbekommen haben. Jim Melvin. Lächerlich. Toby du und so. Einfach minderwertig so, wie ja. Es jetzt ist. Ich habe keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was ich. Ohne Scheiße haben. Irgendjemand muss doch gedacht haben, dass das gut ist. Dass wir das so ins Spiel nehmen. Das Problem ist, dass die Idee hatten, haben ja grundsätzlich nicht versagt mit ihrer Idee. Nur die Umsetzung ist ja. Absolut minderwertig scheiße. Minderwertig und behindert minderwertig. Minderwertig scheiße ist das.
Ey, da kriege ich richtig AIDS, wenn ich das sehe. Wie kaputt das ist. Die wollten. Du nimmst es ja bestimmt auf und kommt auch ins Video, ne? Natürlich nehme ich das gerade auf. Ja, okay, gut. Dachte ich mir, die wollten. Jetzt mal kurz, was sie wollten und was sie gemacht haben. Sie wollten bezwecken, dass wenn jemand leichter Ausweg macht, nicht immer, sondern wenn er angeschossen wurde, ich betone, wenn er angeschossen wurde, dann bekommt der, der denjenigen angeschossen hat, also EVO, Easy Way Out, leichter Ausweg, ne? Sollte klar sein. Okay, es ist wahrscheinlich gar nicht so klar. Nee, den meisten Aber, Spielern Casuals ist das nicht so klar, ja, aber es ist ey. eher so ein Tryharding, das EV-System, ja. Ja. Genauso wie BST, irgendwie gefühlt kennt das keiner, der kein Tryhard ist, aber ja. Oh, Also, BST, ne? Das ist, gut, ja. reden wir nicht darüber. Aber wir waren noch beim EVO. Genau, bei EVO. Geplant, habe ich ja schon gesagt, er bekommt den Kill, wenn er angeschossen wurde, der ihn anschießt. Der andere kriegt den Tod. Erstes Problem. Die Tryhards, also nur, wir sprechen nur von den Tryhards, wie das System auch eigentlich relevant ist, weil es ja KD-basiert ist, Ja, also natürlich. weil es mit den Fähigkeiten zu tun hat, die springen sich weg. Und das ist das Problem. Wegspringen ist das Problem. Und nicht EVO, eigentlich. Ja, genau. Ich sage ja kurz. Ja, Ja, genau. ich Das weiß, was ist du meinst. das. Wenn du dich schnell töten willst, machst du entweder EVO Glitch, also wenn du dich wirklich schnell töten willst als Tryhard, machst du entweder EVO Glitch. Also, ja, ich erkläre nicht, wie es geht, aber du machst entweder EVO Glitch, mache ich persönlich nicht, aber du machst das, oder du springst dich weg. Die Sache ist, die Rocks hatten es falsch verstanden. Wir wollten eigentlich, dass das Wegspringen in die KD geht und nicht der leichteste Ausweg. Beziehungsweise sie haben es nicht falsch verstanden, sondern keine Ahnung, sie haben sich wahrscheinlich keine Gedanken gemacht, weil sie sich überhaupt nicht mit ihren eigenen Spiel auskennen und Tryhards gefühlt. Also echt gefühlt kennen die sich nicht aus mit das, wie Tryhards spielen, also deren Spielart. Das ändert so viel, weil meistens springt man sich weg. Das heißt, man ist von dem System nicht betroffen. Und wenn man einen leichten Ausweg macht, dann kommt dieser Glitch, über den wir jetzt Das reden. Problem ist ja, das mache ich ja manchmal ab und zu auch. Ich spreng mich einfach weg, weil ich es nicht einsehe, dass ich für lächerliche Dinge, die einfach in diesem Spiel nicht passieren sollten, dieses Spiel ist überhaupt nicht verbuggt, Kappa, für lächerliche Dinge es nicht einsehe, den Tod reingedrückt zu bekommen, weil denn irgendein Spaß die auf mich draufschießt, während ich am Boden liege oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist Ja, einfach. klar, mach ich auch. Wenn Das jemand ist. wenn ich am Boden liege und mich jemand abknallt, weil die NPCs, die sind schon eigentlich ein eigenes Video wert. Also die NPCs sind komplett von fernab von Gut und Böse erstellt worden, in ihren Mustern, die sie verfolgen. Der geisteskranke Wissenschaftler von Roxa. Ja, das ist echt. Deren KI ist absolut unrealistisch. Reagiert absolut unauthentisch und ist einfach grundsätzlich, reagiert einfach nicht menschlich oder funktioniert überhaupt nicht. Ist einfach Warum hast du jetzt den überfordert, keine leichtesten Ahnung. Ausweg gewählt? Langeweile. Es macht keinen Sinn, weil sonst Einfach, bekomme ich du theoretisch bist nicht gesehen einmal noch in der. einen Kill. Du bist jetzt nicht in meiner Nähe. Immer wenn jemand in der Nähe ist, habe ich da Angst vor. Du bist so weit weg. Ich habe das gemacht. Ja, ich bin gerade von einem Hausdach gesprungen, währenddessen habe ich EVO gemacht. Ah, okay. Ja, keine Ahnung, bei dem Spiel weiß man ja nie. Ja, hast du ja gerade Aber gesagt. es gibt genug Dinge, über die man in diesem Spiel wahrscheinlich noch sprechen kann. Ja, aber nochmal zu EVO, schon mal Ja. gesagt. Also das, was sie probieren, also die wollten halt, ne, der eine kriegt den Kill, wenn er auf ihn schießt, der andere kriegt den Tod. Ja. Simpel. Das hatten sie vor, das war deren Plan, deren Vorstellung. Was haben sie gemacht? Beziehungsweise wie wurde es umgesetzt? Spoiler, absolut grauenvoll und scheiße und komplett behindert. Von dem letzten Autisten erstellt wurde das System, wie es dann eingeführt wurde. Wenn jemand auf mich schießt, wenn Birdie jetzt auf mich schießen würde, ich halb tot bin, ich mache leichtester Ausweg, dann sollte er, wie gesagt, den Kill bekommen. Sollte. Er bekommt den Kill nicht. Es steht bei ihm nur, ich habe den leichtesten Ausweg gestellt, was? Gewählt. Gemacht. Gewählt, ja. Ich habe den leichtesten Ausweg gewählt. So. Bei mir steht dann aber, er hat mich gekillt. Bei ihm aber nicht.
Und das ist ein Problem, weil das geht in meine KD, aber nicht in seine. Also er hat mich nicht gekillt, aber ich habe ihn tot. So, erstmal. Na, es ist schon ein Problem, es sollte nicht so sein. Er sollte trotzdem den Kill kriegen. Wenn er Das dann auch war auf mich geschossen hätte. ja der Gedankengang dahinter eigentlich. Ja. Wie gesagt, normalerweise sprengt man sich als Tryhard. Als Tryhard, es sind nicht alle Tryhards, klar. Aber Rockstar, ich glaube Rockstar war das, hat auch geschrieben, die haben geschrieben darunter, unter deinem Post, das geändert wurde, dass sich die Tryhards jetzt mal was einfallen lassen sollen. Oder was sie jetzt machen, irgendwie sowas. So, als würde das deren Spielstil verändern. Wie Nö. geklärt, die sprengen sich weg. Das juckt die gar nicht quasi. Ich Das ist. meine, Die haben. Sprengstoff geht natürlich auf Dauer irgendwie in die Tasche, weil so eine Ja, Haftbombe wir ist haben. nicht billig, aber. Glitscht ja eh jeder heutzutage, weil Rockstar macht nichts dagegen. Es interessiert sie gefühlt selber nicht mehr, weil was in ihrem eigenen Spiel abgeht. Und sie kennen sich ja offensichtlich nicht so mit der Tryhard-Szene aus. Sonst würden sie ja wissen, dass sich Tryhards wegspringen würden. Also tun Ja, sie, gut, ne? würden sie nicht, ne? Gut, das mit dem Money Glitchen, das ist noch ein anderes Thema, ganz ehrlich. Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, klar. Es geht darum, dass Rockstar selber nicht genau weiß, was in ihrem eigenen Spiel vorgeht, obwohl die ganzen Mitarbeiter angeblich das Spiel spielen. Echt, merke ich nichts von. Ich auch nicht. Weil wenn sie ein Spiel spielen würden, hätten sie sich schon mal gemerkt, was alles hier so schief läuft. Zum Beispiel die 10 FPS, die ich dir heute den ganzen Tag hatte. Meine Oder was Fresse, für da könnte 10 ich wieder FPS? ausrasten. Ja, tut mir Merke leid, ich das war nichts eine von, ich 9. merke nicht mal 10 FPS. Die FPS seit diesem Update, also auch schon davor, droppen so hart. Aber ja. Gut, genug davon. Jetzt nochmal, wie gesagt, zu EVO, das letzte. Na, hast du jetzt rede? Also, er bekommt den Kill nicht und ich bekomme den Tod. Das heißt, sie sind schon mal in ihrer grundsätzlichen Idee gescheitert. Traurig, aber wahr. Nicht mal das kriegen sie hier noch heutzutage hin. Und wenn man jetzt. Wenn jetzt Birdie bei mir guckt, guck mal bitte, wenn du gerade Zeit hast, auf meine KD. Ja, Moment. Oder guck auf Ich deine habe, KD, ich habe, ist mir egal. ich habe, Steht warte. dann. Ja, ich, ja, war vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um jetzt darauf zu gucken, aber egal. Ja, egal. Ich bringe eben kurz die NPCs um und guck dann drauf. Was du von der KD hast, dann. Also ich habe eine 2,26er bei mir. Das habe ich eben gerade gesehen. Hast du auch in deiner Stadt? Ja, das hast du immer bei dir. Was habe ich gerade für eine bei dir? Warte, ich steig Das noch eben in den LKW. funktioniert. Manchmal funktioniert das nicht, manchmal funktioniert das. Das ist sehr komisch. Eine Manchmal. 5,26er KD steht bei mir. Und bei mir steht, ich habe eine 5,25er KD. Woran liegt das? Und was für eine KD habe ich bei dir? Eine richtige, also 2,26. Okay, na ja gut, dann ist bei mir der Unterschied noch nicht krass genug. Bei mir schon. Das liegt daran, weil die KD, die Kills, die Kills, die Tode, die ihr kassiert durch EVO, durch den leichten Ausweg, die gehen nur auf eure interne, also auf eure KD, die ihr seht in den Statistiken und halt bei Spieler. Andere sehen das Ergebnis eurer KD, wie es war, ohne leichtesten Ausweg. Also ohne die Tode davon eigentlich zu berechnen. Das heißt, sie sind absolut gescheitert. Weder bekommt der eine den Kill, noch wird die KD richtig angezeigt. Vor allem bei sehr hohen KDs fällt das extrem auf, wo. Also bei wirklich, ich habe jetzt eine 5,25er KD, beziehungsweise eigentlich eine 5,26er KD. Und stell dich mal vor, ihr habt jetzt einen Account mit einer 10er KD, ihr habt 10 Kills, ein Tod. Da macht es ja leichtesten Ausweg, kriegt einen Tod rein, habt ihr bei euch eine 5er KD, die anderen sind aber eine 10er KD. Ist jetzt ein komisches Beispiel, Ja, aber ist ein komisches Beispiel, aber du hast recht, ja. bei sehr hohen Accounts, also mit einer extrem hohen KD, vielleicht auch verglitscht oder wie auch immer. Nicht verglitscht, sondern halt Oder verbeult. Unlock All. Wie auch immer, auf jeden Fall bei sehr hohen KDs, wo einzelne Tode sehr viel entscheiden. Das tun sie jetzt in meinem Fall ja auch schon. Aber nicht so stark. Auf jeden Fall, wenn sie daran entscheiden, dann habt ihr bei euch ein komplett anderes Ergebnis. Und eigentlich ist das Ergebnis, was bei anderen steht. Es ist nicht um irrelevant. Aber man möchte natürlich bei sich eine höhere KD sehen.
als die man hat quasi. Man möchte nicht die niedrigere gerade von beiden sehen. Bei sich selbst. Und vor Was allem aber ist halt. ja wieder voraussetzen würde, dass man das EVO-System wieder komplett so zurücksetzen müsste, wie es war. Oder wenigstens funktionierend macht. Ja, wenn man es funktionierend macht, dann würde ja die niedrigere KD bei dir auch stehen. Ich weiß nicht, inwiefern Klar. dich das befriedigt, aber dann bist du Aber dann würde wenigstens es darüber. wenigstens. Es würde funktionieren. Darum geht's ja. Ja, dann wäre wenigstens Rockstar mit ihrer Idee durchgekommen, die sie hatten. Ja. Und vor allem hindert es nicht die Leute daran, den letzten Ausweg zu wählen, weil theoretisch kann man auch sagen, da interessiert mich nicht, was ich für eine KD bei mir selber sehe, sondern was andere Vereine sehen quasi. Das heißt, man Du meinst kann. das, was abschreckender wirkt. Ja. Ja, Man klar. könnte jetzt sagen, ich mache einfach gleich zur Ausweg, dann kriege ich nur bei mir selbst einen Tod rein, aber nicht bei anderen. Ja. Könnte man so sehen. Es gibt beide Optionen. Aber wenn es funktionieren würde, wären sie wenigstens mit ihrer Umsetzung, die sie probiert haben zu machen, durchgekommen. Was sie jetzt nicht sind. Sie sind einfach komplett kläglich gescheitert. Ja, das stimmt. Und schließlich muss man auch sagen, dass ich aus Erfahrung weiß, dass ich da auch mehr Kills hätte, dementsprechend. Weil ich sollte eigentlich auch den Kill kriegen von dem Typen, der leichtesten Ausweg macht. Ich habe übrigens jemanden in der Crew, ne? Jetzt absolut fernab von dem, was wir gerade besprechen. Ich habe jemanden Ja. in der Crew, der den Nachtclub schon einmal verkauft hat. Der hängt wirklich 24/7 vor der Konsole. Der den Ver Ach so, so ah, den ja, okay. Ich dachte gerade kurz, den verkauft halt ausgetauscht hat oder so. Nein, den Deshalb ist Nachtclub mir verkauft, also die Exportwaren. ja, habe ich jetzt auch einmal gemacht, eben für 100.000. Ja, aber nicht 100.000, sondern einmal komplett. Komplett. Nachtclub ist auch noch so ein Thema. Ja, Also. anderes Video. Ja. Hast du noch irgendwas zu sagen? Rockstar im Spiel sind alle scheiße. Viel zu viele von Rockstar denen. ist ein Hurensohn.